Ich bin ja eine Art Jäger und Sammler. Ich versuche herauszufinden, warum die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Und deswegen gehe ich wie ein Jäger herum und versuche, emotionale, dramaturgische Kunstgriffe zu entdecken und auch zu erklären. Ein Konsument geht ja einfach durchs Leben durch und sieht alle diese Sachen eher aus dem Augenwinkel. Oder wenn du eine Inszenierung bei den Salzburger Festspielen besuchst, dann sitzt du ja auch nicht im Zuschauerraum, um die Inszenierung jetzt eins zu eins zu analysieren, sondern sie funktioniert oder sie funktioniert eben nicht. Und die hypnoästhetischen Mechanismen, die findet man heute praktisch überall. Die findest du in einer High-End-Theaterinszenierung oder Operninszenierung, genauso wie in einem Flagship-Store oder wie in einer inszenierten Kirche bei einem Event. Die Phänomene sind überall. Und ich denke, es macht noch viel mehr emotionalen Genuss, wenn man weiß, dass man da gerade auch eine Inszenierung sieht, die einem emotional auf einer sehr tiefen Ebene erwischt.